Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen und hallo bei Steinzeit. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und auf das Gespräch freue ich mich schon lange. Mein Gast heute ist Ernst Wolf. Viele von Ihnen kennen ihn bestimmt. Er ist Finanzexperte, Geoanalyst, könnte man auch sagen, Buchautor und so wie ich ihn kennengelernt habe, ein Experte in so vielen verschiedenen Bereichen in unserer Welt. Mit ihm werde ich über die drängenden Fragen sprechen, über das Finanzsystem, über die Geopolitik und auch die drängenden Fragen in unserer Gesellschaft werden wir natürlich in diesem Gespräch behandeln. Das jetzt alles bei einem Gespräch bei Steinzeit. So einen wunderschönen guten Tag nach Zürich, Herr Wolf. Ich grüße Sie recht herzlich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Ich durfte Sie vor kurzem schon beim Podium erleben bei Menschen machen Mut. Das war vor ein paar Wochen hier in München. Da haben wir uns persönlich kennengelernt und da habe ich schon ganz fleißig Ihren Ausführungen gelauscht. Umso mehr freut es mich jetzt natürlich, mit Ihnen da im Detail in diese ganzen Themen einzusteigen. Und das Thema, was mir momentan am meisten auf dem Herzen liegt, das ist natürlich die Geopolitik und zwar speziell diese wirklich. Man kann es eigentlich fast schon sagen, Kriegsvorbereitungen, die jetzt hier laufen. Wir erleben in den letzten Wochen eine massive Truppenzusammenziehung in dem Osten der Ukraine und es gibt Reaktionen auf der russischen Seite. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Ist es Ihnen auch gerade sehr groß auf der Agenda? Ja, ich denke, wir leben in äußerst gefährlichen Zeiten. Also wir haben es im Moment auf der Welt so mit zwei ganz großen Hotspots zu tun. Ich denke, das eine ist der Iran. Ich glaube ja, dass die Suezkanal-Affäre kein Zufall gewesen ist, weil in der Woche, in der der Suezkanal gesperrt war, hat der Iran mit China ein 25 Jahre auf 25 Jahre angelegtes Wirtschaftsabkommen geschlossen, was natürlich gewaltige Folgen für den Petrodollar haben dürfte. Und auf der anderen Seite haben wir den großen Konflikt jetzt in der Ukraine und ich fürchte, dass der im Moment sogar in den Vordergrund rückt. Also ich habe da im Kopf so ein paar Bilder, dass man vielleicht irgendwann diesen Konflikt so weit entzünden wird, dass die Ukraine vielleicht sogar versucht, die Krim wieder zurückzuerobern, die USA möglicherweise eingreifen und wir dann zum Konflikt zwischen den USA und Russland und möglicherweise dann gleichzeitig auch mit China im Hintergrund übergehen werden, sodass also wir im Moment in meinen Augen wirklich an einem Abgrund stehen, und wirklich befürchten müssen, dass der Dritte Weltkrieg direkt vor der Tür steht. Und das Schlimme ist ja, dass die Weltöffentlichkeit im Moment wie gebannt auf die grassierende Krankheit starrt und den Militärs damit die Möglichkeit gibt, eigentlich alles im Hintergrund zu tun, was an Kriegsvorbereitungen notwendig ist. Das ist ein bisschen so wie ein permanentes Halbfinale bei der Weltmeisterschaft. Da wird auch immer gerne irgendwas durchgedrückt und die Bevölkerung ist im Opium des Fußballrausches. Wirklich. Die Krim haben Sie gerade gesagt. Also die ist ja jetzt wirklich Teil des russischen Einflussgebietes. Das ist auch unumkehrbar, wenn ich an die ganzen Investitionen denke und Infrastrukturmaßnahmen, die da gemacht wurden, die Brücke von Kertsch, die ganzen Kraftwerke, die Straßen und so weiter. Das ist unumkehrbar. Was würde denn Russland als Reaktion bereitstellen, wenn da plötzlich Ukrainer sagen, wir holen uns das zurück? Ganz großer Konflikt dann? Ich fürchte, das könnte den Auslöser für das Eingreifen der USA und der NATO sein. Also, es wird ja immer gesagt, dass diese Aneignung der Krim durch Russland illegal gewesen sei, obwohl da also der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung, also weit mehr als 95%, für diese Angliederung an Russland gestimmt haben. Und wir wissen ja auch, dass die Krim früher zu Russland gehört hat und eigentlich nur als Geschenk einmal von Chruschtschow an die Ukraine gegeben worden ist. Also genau das könnte man genauso anzweifeln, das ist genauso unrechtmäßig gewesen. Aber ich fürchte, wir leben in einer Zeit, in der die Leute also medial dermaßen manipuliert werden können und ideologisch so konditioniert sind, dass da im Moment also die meisten Leute gar nicht so durchschauen, was da im Hintergrund passiert. Wir haben es ja jetzt schon gemerkt, also wenn man die Entwicklungen in der Wirtschaft und im Finanzsystem so beobachtet, was da alles an Schäden angerichtet wurde, was im Moment noch nicht sichtbar ist und was den Leuten überhaupt nicht klar ist. Und ich fürchte, dass man dieses kleine Zeitfenster jetzt ausnutzen wird. Man hat die Weltwirtschaft praktisch zerstört. Man hat das globale Finanzsystem zerstört. Die Auswirkungen sind aber noch nicht so deutlich, dass jeder genau weiß, wo diese ganzen Auswirkungen eigentlich herkommen.
Und ich denke, dass in diesem Zeitfenster es gut möglich sein wird, einen Krieg zu entzünden und dann diesen Krieg als Grund herauszugeben für den gesamten wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch. Also das ist eine ganz große Gefahr, vor der wir stehen. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, im Moment die Menschen aufzuklären über die wirklichen Hintergründe dessen, was um uns herum passiert. Mein persönliches Umfeld ist ja in großen Teilen auch von den Massenmedien geprägt. Also da gibt es sehr viele Leute, die von alternativen Medien als Hauptinformationsquelle noch nicht so viel haben, noch so viel halten. Da ist der Tenor natürlich, ja, die Russen fangen jetzt an zu zündeln. Also sprich, diese ganze antirussische Stimmung, die ja im letzten halben Jahr auch durch den Fall Nawalny massiv angekocht worden ist, die scheint jetzt so langsam aufzugehen, dass man also den Bösewicht von vornherein schon verortet hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Sehen Sie das auch so? Ja, aber das ist heutzutage sehr einfach, weil die Medien sind in den Händen von ganz wenigen Leuten. Also wir wissen ja, dass in Amerika ganze 6 Konzerne über das bestimmen, was 95-96% der Amerikaner sehen und hören. Und da lässt sich die Bevölkerung natürlich gerne lenken und leiten. Und bei uns ist das nicht viel anders. Wir wissen ja inzwischen auch, dass die großen Medien gerade in Deutschland zum Beispiel von der Bill und Melinda Gates Stiftung auch Geld erhalten. Und das sind die Leute, die ja hinter dieser ganzen Sache stehen. Also hinter diesen ganzen Kriegsbewegungen stehen ja wirtschaftliche und finanzielle Interessen. Und die werden ja bewegt durch die ganz großen Konzerne, vor allem im Digitalbereich und im Finanzbereich. Und diese Leute beherrschen die gesamten Medien auf der Welt. Und die können natürlich die Weltstimmung in die eine oder die andere Richtung bewegen. Das ist überhaupt kein Problem mehr heute. Und wenn man genau hinguckt, dann ist es ja so, dass Russland eher im Moment in der Defensive ist. Also auch Putin hat man ja beobachten können auf dem WEF, ist er ja nicht vorangestürmt, sondern hat versucht, möglichst viele Kompromisse da zu schließen. Und ich denke, dass Russland im Moment so in so einer Situation ist, die wissen genau, was ihnen bevorsteht, was ihnen droht. Und natürlich erinnert sich Russland auch an das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Denn Russland hat im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Tote zu beklagen gehabt. Und die wissen genau, was ein Weltkrieg bedeutet und was ein Krieg gegen Russland bedeutet. Und das wird ein entsetzlicher Krieg werden, wenn er denn tatsächlich stattfinden sollte. Aber im Moment ist er noch nicht angefangen, aber es wird alles dafür getan, um diesen Konflikt anzuheizen. Und wie gesagt, das große Problem ist, dass im Hintergrund eine kaputte Wirtschaft und ein kaputtes Finanzsystem stecken und dass für die irgendein Schuldiger gesucht werden muss. Und ich fürchte ein bisschen, dass das Virus inzwischen langsam ausgedient hat und dass man einen neuen Grund suchen muss. Mhm. Was ich mich immer frage, ist den Strategen und vor allem auch den Militärs, muss doch klar sein, dass ein Konflikt mit Russland eigentlich Europa als verglaste Fläche zurücklässt, ne? Weil wenn das wirklich atomar wird, dann gibt es ja eigentlich weder Gewinner noch Sieger. Wir wissen das aus den 80er, 70er bis 90er, 2000er Jahre. Der Kalte Krieg, das ist Gott sei Dank alles vorbei. Aber warum gibt es trotzdem immer noch so viele Menschen, die meinen, dass so ein Konflikt die optimale Position wäre und vor allem in Bezug auf die amerikanische neue Regierung. Es gibt etliche Analysten und Historiker und Strategen, die sagen, also die haben auch schon vor einem halben Jahr gesagt, sobald Biden an der Macht ist, sobald die Demokraten das Ruder in der Hand haben wieder, wird dieser Konflikt wieder eskaliert werden oder wird die Kriegsrhetorik immer krasser werden. Was kann da der Hintergrund sein? Ja, ich denke, der Hintergrund ist der, dass man einen Schuldigen suchen muss für den Zusammenbruch der Weltwirtschaft und des Weltfinanzsystems. Okay, ja, das haben Sie schon erwähnt, aber ich meine so dieses, jetzt Trump hat offensichtlich 4 Jahre lang die Medien erzürnt und es gab gar nicht genug, was man über ihn schimpfen konnte. Und er hat aber relativ wenig in Sachen Außenpolitik zerschlagen, mal abgesehen, es gibt auch einige Fettnäpfchen, in die er getreten ist, ja, aber es gab keinen großen Konflikt. Und jetzt haben wir die Demokraten noch keine 100 Tage an der Macht und wir stehen wieder so weit wie, ich will jetzt nicht Kuba-Krise sagen, aber wenn sich die Entwicklung in den nächsten Wochen so fortsetzt, dann ist das nicht so weit hergeholt, dieses Thema. Ja. Und ich denke, der Vergleich mit der Kuba-Krise ist absolut richtig. Also wir stehen an dem gleichen Punkt, wo die Welt 1961 damals gestanden hat. Es ist genauso gefährlich, die Folgen werden genauso verheerend sein. Und ich denke, die Militärs haben sich ja auch darauf vorbereitet. Es gibt ja heute diese Mini-Nukes. Also heute ein atomarer Krieg wird ja nicht gleich mit der Zerstörung der ganzen Welt enden. Und es gibt ja diese Wahnsinnsfantasien, dass man tatsächlich mit Mini-Nukes irgendwie bestimmte Regionen dann vielleicht ausradieren kann und den Rest der Kontinente dann erhalten kann.
Was meine Haltung zu Trump angeht, die ist ein bisschen anders als die der meisten Leute. Also ich sehe Trump nicht so positiv, wie viele Leute ihn gesehen haben. Ich denke, dass Trump eine sehr gute Funktion für den digital-finanziellen Komplex erfüllt hat. Er hat nämlich 4 Jahre lang die Leute unglaublich abgelenkt. Es sind ja im Hintergrund die ganzen Kriegsvorbereitungen weitergelaufen. Es ist ja unter Trump zum Beispiel auch der Weltraum militarisiert worden. Es ist unter Trump die größte Bombe auf Afghanistan abgeworfen worden, die größte Bombe, die seit dem Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurde. Es ist der Konflikt im Nahen Osten durch die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem angeheizt worden. Also er hat dann nur eine ganz andere Strategie verfolgt, aber diese Strategie hat dem digital-finanziellen Komplex sehr genützt. Er hat die Leute nämlich total abgelenkt. Und im letzten Jahr ist natürlich noch die ganz große Ablenkung durch das Virus dazugekommen. Also die Menschen sind inzwischen völlig verwirrt. Die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, was um sie herum passiert. Und das ist natürlich eine geniale Situation für die Militärs, um im Hintergrund ihre Agenda durchzusetzen. Lassen Sie uns kurz noch bei Präsident Biden bleiben. Also für jeden, der eigentlich das, jeder, der es objektiv beobachtet, muss erkennen, dass da wahrscheinlich in naher Zukunft ein Wechsel stattfinden wird. Der Mann ist offensichtlich schwer krank und sein geistiger Zustand verschlimmert sich jeden Tag. Also die öffentliche Retardierung von ihm, das ist furchtbar, das zu sehen. Man mag jetzt halten von ihm, was man will. Was glauben Sie, wie lange sich das noch hinziehen wird, dieses traurige Schauspiel? Und ab wann und wann Kamala Harris dann übernimmt, ist klar. Aber was sich durch Sie dann verändern wird? Die Politik wird die gleiche bleiben? Oder glauben Sie, dass die Frau Harris dann das Ganze noch mal weiter voranschieben wird? Also da bin ich sehr von überzeugt, dass sie es weiter voranschieben wird. Also an Biden sieht man ja, dass die Person selber eigentlich vollkommen egal ist und völlig austauschbar ist. Mhm. Biden ist eine Marionette, so wie alle Präsidenten vor ihm auch Marionetten gewesen sind. Und Kamala Harris wird auch eine Marionette sein. Aber sie wird eine sehr nützliche Marionette sein. Und dazu zählt natürlich auch ein Fakt, den wir ja vorher schon erlebt haben bei Barack Obama, dass die dunkle Hautfarbe dazu kommt, was viele Leute zögern lässt, diese Person dann zu kritisieren. Es wird garantiert sehr viel um Genderpolitik gehen und das wird eine weitere große Ablenkung sein. Es wird um den Rassismus in den USA gehen, der seit 30, 40, 50 Jahren völlig unverändert ist. Also diesen Rassismus hat es immer gegeben, aber dieser Rassismus wird zwischendurch immer aufgebauscht, so wie es man es jetzt gesehen hat bei Black Lives Matter. Black Lives Matter war nichts anderes als eine riesige Ablenkungsbewegung von den wirklich tatsächlichen Entwicklungen in den USA. So wie das Virus hat auch Black Lives Matter die Leute abgelenkt von den wirklich entscheidenden Dingen. Und das wird unter Kamala Harris garantiert auch passieren. Erstens wird sie, zudem wird sie auch noch die erste Frau als Präsidentin sein. Das wird natürlich die Genderpolitik ganz, ganz hoch spielen. Das wird einer Frau traut man natürlich nicht solche schlimmen Dinge zu, wie sie dann passieren werden. Und das wird immer wieder ausgespielt werden, diese Trumpfkarte. Und das wird auf viele Leute, die wirklich keine Ahnung von Politik haben, wird das wirken. Wir sehen ja im Moment, dass ungefähr 80 bis 85% der Menschen nicht mehr verstehen als die Überschriften der Yellow Press und überhaupt keinen Durchblick haben, was in der Politik passiert. Was natürlich auch kein Wunder ist, weil das alles sehr kompliziert und sehr komplex geworden ist. Aber wenn man dann eine dunkelhäutige Präsidentin in den USA hat, klar, dann hat man natürlich eine Trumpfkarte, mit der man wirklich, also auch möglicherweise einen Krieg beginnen kann. Kritik an ihr ist dann per se schon verboten, weil sie ist eine Frau und schwarz, das geht nicht, das darf man nicht kritisieren und sie hat sozusagen einen Freifahrtschein. Ich habe bei Ihrem Auftritt bei Menschen machen Mut einen Gedanken aufgeschnappt, der mir vorher so noch gar nicht bewusst war. Und zwar ging es um das Verhältnis China-USA. Es gibt ja da eine ziemlich krasse Rhetorik auch von Seiten der Amerikaner in Richtung China. Biden hat also nicht nur die Strafzölle, die Trump verhängt hat, weiter bestehen lassen, sondern er hat auch gleich mal ein Dutzend dazugepackt noch und auch die Exportverbote an chinesische IT-Unternehmen wurden also beibehalten, wenn nicht sogar ausgeweitet. Jetzt habe ich von Ihnen aber aufgeschnappt, dass die beiden so miteinander, also USA und China, so finanziell miteinander verbunden sind, dass sich da ein Konflikt eigentlich gar nicht, das geht gar nicht, weil die finanziell so miteinander zusammenhängen. Können Sie das vielleicht in ein paar kurzen Worten nochmal, dieses Geflecht der einzelnen Abhängigkeiten ein bisschen skizzieren? Ja, beide Länder sind ganz, ganz direkt voneinander abhängig. Das heißt allerdings nicht, dass es keinen Krieg zwischen beiden Ländern gibt, sondern dass die Wahrscheinlichkeit eines Stellvertreterkrieges, also entweder im Nahen Osten oder zum Beispiel in der Ukraine, sehr viel wahrscheinlicher wird. Also sehen wir uns mal die Abhängigkeiten an. China ist der größte Halter von US-Staatsanleihen. Also die halten im Moment noch ungefähr, ich glaube, 1,2 Billionen an US-Staatsanleihen.
Die Chinesen haben in den letzten Jahren immer sehr, sehr große Mengen an US-Staatsanleihen gehalten und waren damit einer der Finanzierer der USA. Also die USA haben zum Beispiel den Krieg im Irak und hätten den nicht führen können, wenn sie nicht so viele Staatsanleihen an China verkauft hätten. Also China war einer der Finanzierer amerikanischer Kriege in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass China auch einen weiteren Trumpf in der Hand hält, dass nämlich so viele amerikanische Waren in China produziert werden, dass so viele amerikanische Unternehmen dort sind. Also wir wissen ja, dass Apple Foxconn da hat, Apple-Handys zu produzieren. Wir wissen, dass es mehrere Konzerne der USA gibt, die in China stationiert sind und dass dort die billigen Arbeitskräfte auch ausgenutzt werden. Also da gibt es gegenseitige Abhängigkeiten, die es jedenfalls sehr unwahrscheinlich machen, dass es zu einem direkten militärischen Konflikt zwischen den USA und China kommt. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt auf anderem Boden kommen kann. Weil beiden Ländern, muss man sagen, würde ein Krieg in dieser Situation tatsächlich nützen. Weil ein Krieg würde große Zerstörung mit sich bringen. Der könnte als Grund dafür genommen werden, dass das Weltfinanzsystem und das Weltwirtschaftssystem zusammenbricht. Und ein Krieg würde die Möglichkeit geben, die Finanzmärkte wieder in die Höhe zu treiben und auch die Wirtschaft wieder in die Höhe zu treiben, indem man nämlich anschließend den großen Aufbau organisiert. Wir haben es ja in Deutschland selber erlebt. Die Blütezeit Deutschlands in den 50er, 60er Jahren haben wir nichts anderem zu verdanken, als der Tatsache, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde. Es kam gerade heute noch eine aktuelle Meldung, dass die Spannungen im südchinesischen Meer zunehmen. China hat ja den Anspruch auf dieses Gewässer, obwohl es weit, weit weg ist von ihren eigenen Landesgrenzen. Die haben also einen ihrer zwei Flugzeugträger jetzt da schon hingeschickt. Gleichzeitig ist die Theodore Roosevelt, einer der amerikanischen Trägergruppen vor Ort, damit die Amerikaner hier sozusagen auch Präsenz zeigen. 30% des Welthandels gehen durch dieses Meer. Denken Sie, dass da unten auch ein Konflikt sich anbahnt oder diese Eskalation da unten zunehmen könnte? Auf jeden Fall. Also es ist gut möglich. Also es ist möglich, dass ein Krieg entzündet wird in der Ukraine. Es ist aber auch gut möglich, dass ein Krieg im südchinesischen Meer entzündet wird. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass im Nahen Osten der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder aufflammt. Also im Moment werden jede Menge Konfliktherde angefacht, nur um so praktisch Lunten zu setzen, die man dann gegebenenfalls entzünden kann. Aber ich denke, dass wir wirklich an einer ganz entscheidenden Stelle sind, weil nämlich das Weltwirtschaftssystem im Moment nur deswegen nicht klar macht, dass es eigentlich zusammengebrochen ist, weil wir überall noch diese Lockdowns haben. Wenn wir diese Lockdowns einmal uns wegdenken, wenn die Wirtschaft tatsächlich wieder normal in Gang kommen sollte, dann würden wir erst sehen, was für verheerende Schäden da angerichtet worden sind. Und deswegen denke ich, dass jetzt ein kleines Zeitfenster ist. Ich weiß nicht, ob das Wochen sind oder ob das Monate sind, in denen es möglich wäre, also so einen Krieg zu entzünden und dann der Weltöffentlichkeit zu versuchen, klarzumachen, dieser Krieg ist die Ursache dafür, dass jetzt im Moment wirtschaftlich und finanziell alles zusammenbricht. Also in meinen Schlussfolgerungen sehe ich das leider auch so, dass wir in einer ziemlich großen Krise sind. Und dabei meine ich nicht die grassierende Krankheit, so wie Sie das immer so schön ausdrücken. Finde ich übrigens sehr gut, diesen Ausdruck. Der nimmt dem Ganzen die Panik und ordnet es da ein, wo es eigentlich hingehört. Aber ist ein anderes Thema. Sie haben vorhin einen Punkt angesprochen, dass Trump sozusagen dem digital-finanziellen Komplex massiv Schützenhilfe gegeben hat. Diesen Begriff habe ich bei einem Ihrer Vorträge, bei einem Ihrer Podcasts aufgeschnappt, dass sich hier eine Machtverschiebung ergeben hat in den letzten Jahren, zwar von dem militärisch-industriellen Medienkomplex hin zu dem digital-finanziellen Komplex. Vielleicht können Sie das auch mit ein paar kurzen Worten erklären, was Sie darunter verstehen und wer da vor allem die Karten jetzt in der Hand hat. Genau, ja, wir haben ja eine große Veränderung in der Weltwirtschaft gesehen. Und zwar, wir haben den Nachkriegsboom gehabt, der hat gedauert von ungefähr 1948 bis 1973. Und ab 1973 war dieser Boom vorbei. Und in diesem Boom sind die Banken so sehr erstarrt. Und diese Banken haben dann plötzlich gemerkt, sie verdienen nicht mehr so viel Geld durch die Kreditvergabe, weil die Welt in eine Rezession rutscht und weil die großen, die goldenen Zeiten des Wiederaufbaus vorbei sind. Und daraufhin haben die Banken die Politik gedrängt, ihnen möglichst viele neue Möglichkeiten des Geldverdienens zu geben. Und daraufhin haben wir gesehen die Deregulierung des Finanzsystems. Also es sind immer mehr Regeln, die das Bankensystem eingeengt haben, abgeschafft worden. Und es sind immer mehr neue Finanzprodukte auf die Märkte gekommen,
die vorher eigentlich nicht hätten auf die Märkte kommen dürfen. Es sind auch Hedgefonds entstanden. Hedgefonds sind nichts anderes als Finanzinstitute, die wie Banken arbeiten, aber den Regularien der Banken nicht unterliegen. Und deshalb konnte damals keiner einer Bank verbieten, selbst einen Hedgefonds zu gründen. Und so haben die Banken damals sich praktisch die Möglichkeit eröffnet, all die Geschäfte zu betreiben, die ihnen vorher verboten waren. Das Ergebnis war die Finanzialisierung der Weltwirtschaft. Also wir haben erlebt ab 1975 ein stetiges Anwachsen des Finanzsektors. Der ist dann so in den 80er, 90er Jahren total explodiert. Und seit den 90er Jahren spätestens ist der Finanzsektor wesentlich größer als die reale Weltwirtschaft, also die Wirtschaft, in der Waren produziert werden und Dienstleistungen erbracht werden. Ich habe das neulich mal aufgeschnappt, diese Zahl, dass also die täglichen Waren, die wirklich erwirtschaftet werden, haben einen Wert von 37 Milliarden Dollar und die Finanzströme, die sich tagtäglich bewegen, sind 600 Milliarden oder waren das sogar Billionen? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. 600 Milliarden habe ich als Zahl noch im Kopf. Mit Zahlen kann man da mal schwer operieren, weil die sich von Tag zu Tag ändern und immer grotesker werden. Man weiß nur, dass der Derivatebereich, also das ist der wichtigste Bereich im Finanzsystem, Derivate sind nichts anderes als Wetten auf zukünftige Preise, Kurse oder Zinsen, dass dieser Derivatebereich inzwischen vermutlich im Billiardenbereich liegt. Also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also die Zentralbank aller Zentralbanken, gibt das Volumen mit ungefähr 600 Billionen an. Allerdings sind das alles zum großen Teil ungeregelte Verträge zwischen zwei Partnern, sodass dieser Bereich völlig undurchsichtig ist und der wird von Insidern geschätzt zurzeit auf ungefähr 1,25 bis 1,4 Billiarden. Daran kann man sehen, dass dieser Finanzsektor vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Und wie wir letzte und vorletzte Woche sehen konnten, sind die Konsequenzen ja verheerend. Wir haben ja vorletzte Woche den Zusammenbruch eines Hedgefonds in New York erlebt. Und dieser Zusammenbruch hat zum Beispiel die Credit Suisse hier in der Schweiz, wie wir jetzt wissen, mindestens 4,7 Milliarden US-Dollar gekostet. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil diese Banken geben natürlich nicht gleich zu, wie groß die Verluste gewesen sind. Hat allerdings auch andere Banken betroffen, hier in der Schweiz die UBS, in den USA Morgan Stanley und Goldman Sachs. Also da werden riesige Verluste plötzlich deutlich, die auf einfache Wetten zurückzuführen sind. Also dieser Hedgefonds hat nichts anderes gemacht, als auf steigende Kurse und fallende Kurse zu wetten. Und damit sind diese riesigen Schäden möglich. Also das sind alles so Tretminen im Finanzsystem, die jederzeit hochgehen können. Die werden im Moment noch aufgefangen. Also wenn dieser Hedgefonds jetzt zum Beispiel einen solch großen Schaden angerichtet hätte, dass die Credit Suisse vor der Insolvenz gestanden hätte, dann bin ich ganz sicher, dass die US-Zentralbank Federal Reserve die Credit Suisse gestützt hätte, so wie sie in der Krise von 2007, 2008 die Deutsche Bank gestützt hätte, obwohl es keine amerikanische Wall Street Bank ist. Aber dieses System ist inzwischen innerlich miteinander so sehr verflochten, dass wenn einer der großen Spieler über die Klippe springt, alle anderen hinterhergezogen werden. Und deswegen springen die großen Zentralbanken ein. Also da will ich die EZB und die Bank of Japan und die chinesische Nationalbank nicht ausnehmen. Aber die wichtigste Zentralbank der Welt ist immer noch die Federal Reserve in den USA. Und die sorgt dafür, dass dieses System einfach weiter erhalten bleibt. Und zwar zugunsten derer, die davon profitieren. Also wenn ich das als Bild sehe, dann ist dieses Finanzsystem ein riesiger Ballon, der da über unseren Köpfen schwebt und zwar zum Zerreißen gespannt schon. Da bilden sich schon die einzelnen Auflösungserscheinungen an der Gummihaut sozusagen und jetzt fehlt nur noch das klitzekleinste Ereignis, damit dieser ganze Ballon in einem riesen Knall zerstäubt sozusagen. Genau, dann muss man einen Schuldigen finden und natürlich werden diejenigen, die Schuld tragen, das haben wir ja auch 2007, 2008 gesehen. Da hieß es ja too big to fail. Da wurden die großen Banken einfach für zu groß, um sie fallen zu lassen, erklärt. Und anschließend wurden die ganzen Schäden, die die Krise von 2008 angerichtet haben, auf die einfache arbeitende Bevölkerung abgewälzt. Also die Großbanken haben damals nicht für die Schäden aufkommen müssen, die sie angerichtet haben. Die Großinvestoren wurden geschont. Damals wurde dann die Austeritätspolitik eingeführt. Das heißt, einfache Menschen haben ihre Arbeit verloren, Gesundheitssysteme wurden abgebaut, Sozialsysteme wurden abgebaut. Also der Verlierer der ganzen Sache waren die arbeitenden Menschen und nicht die, die die Krise in Wirklichkeit verursacht hatten. Aber nochmal zurück zum digital-finanziellen Komplex. Ich habe ja jetzt in etwa erklärt, wie der finanzielle Komplex so groß geworden ist. Und zu diesem Komplex hat sich natürlich der digitale Komplex dazu gesellt. Der ist ja erst in den 70er Jahren überhaupt entstanden. Also so Unternehmen wie Apple und Microsoft sind ja erst in den 70er Jahren entstanden.
Nur die haben etwas Besonderes gehabt. Also die sind erstens sehr, sehr schnell gewachsen und zweitens haben die ja am Anfang nur Hardware hergestellt. Das heißt, sie waren ganz normale Produzenten von Waren und Gütern. Dann aber haben sie angefangen, Software herzustellen und mit der Software sind sie dann in andere Firmen reingegangen. Also heute gibt es ja keine Firma auf der Welt, die nicht völlig digitalisiert ist. Und digitalisiert werden diese Firmen natürlich durch diese großen Firmen wie Microsoft, wie hier in Deutschland SAP, wie in Amerika Apple oder Google. Also das sind die ganz großen Digitalisierer. Und eine Firma, wie so eine große Firma, die andere Firmen digitalisiert, hat natürlich Einblicke in deren Datenströme, Informationsströme, Geldströme und so weiter. Das heißt, die haben sofort eine ungeheure Macht über andere Firmen. Und auf diese Art und Weise ist ein zweiter Machtkomplex entstanden, nämlich der digitale Komplex. Und der ist inzwischen verschmolzen mit dem finanziellen Komplex, weil dieser digitale Komplex ja auch irrsinnig viele Gelder gemacht hat. Und im finanziellen Komplex hat es einen kleinen Wandel gegeben. Da waren in den 80er Jahren die Investmentbanken führend. Dann in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren waren es die Hedgefonds. Inzwischen sind es die großen Vermögensverwaltungen. Das sind BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Die haben eine ungeheure Macht, weil die sind beteiligt an all diesen Unternehmen und die können jeden Markt der Welt in jede Richtung bewegen. Also alleine BlackRock und Vanguard, die beiden größten, verwalten im Moment ein Vermögen von über 15 Billionen Dollar. Das ist in etwa mehr als das Vierfache des deutschen Bruttoinlandsproduktes, also aller Waren, die in Deutschland in einem Jahr produziert werden und aller Dienstleistungen, die in einem Jahr erbracht werden. Daran sieht man, dass der Chef von BlackRock, also Larry Fink, ein Mann ist, der mehr Macht in den Händen hat, mehr wirtschaftliche und finanzielle Macht als zum Beispiel die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und wir sprechen hier nicht von der amerikanischen Übersetzung Milliarde und Billion, sondern wir sprechen wirklich von 15.000 Milliarden, die zur Richtig. Verfügung haben. Und ganz genau. Okay, das heißt also, wenn die Geld auf den Tisch legen, dann springt jeder heutzutage. Ja, die können jeden Markt bewegen. Gesagt. Also das ist ja so, dass die auch diese Flash-Crashes erzeugen können, wenn an den Finanzmärkten plötzlich mal ein größerer Einbruch erfolgt, dann ist das meistens geplant. Dann haben die ganz schnell ganz viele Aktien auf den Markt geworfen. Und dann, wenn sie dann gefallen sind, diese Aktien, dann kaufen sie die zu einem billigeren Preis wieder auf. Also man darf nicht glauben, dass heute der einzelne Aktionär, dass einzelne Aktionärsgruppen noch die Märkte in irgendeine Richtung bewegen können. Das tun nur noch die ganz Großen. Also BlackRock ist zum Beispiel auch an jedem deutschen DAX-Unternehmen mit mindestens 4-5% beteiligt. Also wenn BlackRock möchte, dann wird der Kurs der Deutschen Bank oder der Kurs von Lufthansa oder so morgen runtergehen oder raufgehen. Mhm. Das liegt ganz allein in der Hand von BlackRock oder auch von Vanguard, die inzwischen ja sehr, sehr aufgeholt haben und sehr groß geworden sind. Warum hat denn dieser Finanzkollaps bis jetzt noch nicht so wirklich stattgefunden? Ich hatte ja auch den ein oder anderen Finanzexperten hier schon zu Gast und da war die Prognose eigentlich eher so, ja, dass es spätestens Ende 2020, Herbst 2020, haben viele schon gesagt, da muss es eigentlich knallen, anders geht es gar nicht mehr. Jetzt wird das wieder weiter geschleppt und Sie sagen, das ist wie so ein Koma-Patient, der da ständig am Leben erhalten wird, dieses Finanzsystem. Wann sehen Sie denn jetzt diesen endgültigen Knall? Hängt es ab von der Analyse, die wir vorhin gemacht haben, von dem geostrategischen Spielen, von den Kriegsgeschehen, das hier stattfindet? Gut möglich. Also den endgültigen Knall kann man schwer voraussagen, weil inzwischen ja alle Hemmungen aufgegeben wurden. Also ich sehe das so, dass 2000, also mehr das Finanzsystem, das globale Finanzsystem stand schon zweimal am Abgrund. Einmal 1998, da ist ein Hedgefonds in New York kollabiert. Daraufhin haben sich die Großbanken zusammengeschlossen, 4 Milliarden auf den Tisch gelegt, den aufgekauft und das System einfach weitergetrieben. Niemand ist damals auf die Idee gekommen, nach den Ursachen zu fragen, sondern die Großen haben gesagt, das hat uns genützt, das System nützt uns, das führen wir weiter. Dann ist es weitergeführt worden bis 2007, 2008. Da ist es wieder kurz vorm Kollaps gestanden. Daraufhin haben die Zentralbanken eine sehr wichtige Funktion übernommen und haben immer mehr Geld in das System hineingepumpt und haben die Zinsen immer weiter gesenkt. Jetzt haben wir im letzten Jahr 2020 den nächsten beinahe Crash gehabt. Jetzt sind die Zinsen aber ganz nahe bei Null oder teilweise schon unter Null. Und es sind Riesensummen ins System reingespeist worden. Jetzt hat man sich ganz offensichtlich für folgende Strategie entschieden. Wir gehen in zwei Schritten vor. Im ersten Schritt plündern wir das System so weit es geht. Und das ist der Schritt, den wir im Moment erleben. Und gleichzeitig bauen wir im Hintergrund an einem neuen System. Dieses neue System muss vor allem uns, den großen Spielern, nützen. Ob es der Bevölkerung nützt, ist dabei vollkommen egal.
Und dieses neue System wird im Hintergrund vorbereitet. Und dieses neue System heißt CBDC. Das sind digitale Zentralbankwährungen. Also das Bankenwesen, so wie wir es kennen, soll vollständig abgeschafft werden. Die Geldschöpfung soll einzig und allein in die Hand der Zentralbanken gelegt werden. Und jeder Bürger soll, das ist das Endziel, nur noch ein einziges Konto bei seiner oder bei möglicherweise einer großen Zentralbank der Welt haben. Auf diese Art und Weise wären die Menschen alle diesem Geldsystem zu 100% unterworfen. Das heißt, es wäre die absolute Verwirklichung aller faschistischen Träume von Mussolini und Adolf Hitler. Es wäre das schlimmste Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat, weil es den Mächtigen die Möglichkeit gibt, jeden Einzelnen von diesem Geldsystem abzuschneiden. Es gäbe die Möglichkeit, dieses Geld an bestimmte Ausgabezeiträume zu binden. Es gäbe die Möglichkeit, verschiedene Steuersätze zu generieren. Es gäbe die Möglichkeit, Menschen zu zwingen, das Geld nur für bestimmte Zwecke auszugeben. Also es wäre die totale und absolute Kontrolle über alle finanziellen Vorgänge. George Orwell lässt grüßen, ne? Absolut. Also ich glaube, er konnte sich in seinen Roman gar nicht genug ausmalen, wie krass es eigentlich in der heutigen Zeit wirklich ist dann. Und jeder, der aber Vergleiche zu dieser Person macht oder zu diesem Roman, wird gleich abgestempelt, so nach Motto, ist doch alles Quatsch. Das ist aber ein anderes Thema. Ich würde gerne mal Richtung Deutschland springen. Und zwar, bei uns gibt es ein Gesetz, das eigentlich alle Firmen dazu verpflichtet, die Insolvenz zu melden. Das ist jetzt mittlerweile ausgesetzt worden. Das wird verlängert und nochmal verlängert und nochmal verlängert. Und viele gehen davon aus, dass Insolvenzverschleppungsaussetzungsgesetz, da gibt es bestimmt irgendeinen ganz schrecklichen Namen, ja, dass also die Firmen, die jetzt eigentlich wirtschaftlich schon tot sind, trotzdem am Leben erhalten werden. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Erste Frage. Und glauben Sie, dass diese Insolvenzverschleppung, also die nicht, dass das nicht gemeldet werden muss, dass das erst bis nach der Bundestagswahl dann, dass das dann die Rechnung auf uns kommt nach der Bundestagswahl? Ja, ich denke, die Wahlen sind aber gar nicht so entscheidend, sondern ich denke, entscheidend wird sein, was sich jetzt geopolitisch tut, weil man muss irgendeinen Grund dafür finden, dass diese riesige Kette von Insolvenzen dann tatsächlich stattfinden kann. Und die wird stattfinden, die wird nicht nur in Deutschland stattfinden, die wird in den USA, die wird weltweit überall stattfinden. Also wir haben überall lauter tote Unternehmen, das sind sogenannte Zombie-Unternehmen, die ihre eigenen Schulden nicht mehr begleichen können, die Zinsen nicht mehr bezahlen können. Und die, wie Sie sagen, die Gesetze da sind außer Kraft gesetzt worden. Aber es ist eine Katastrophe, die von Tag zu Tag größere Ausmaße annimmt, die sich aber hinter einem Vorhang verbirgt. Und wann man diesen Vorhang ziehen wird, das vermag ich nicht zu sagen, aber meine große, große Angst besteht darin, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommen könnte und dass dieser Krieg dann als Vorwand genommen wird und dass man dann sagen wird, ja, der Krieg ist daran schuld, dass diese ganzen Unternehmen zusammengebrochen sind. Wir haben ja im letzten Jahr das erste Mal gesehen, dass gegen eine Rezession nicht Maßnahmen unternommen wurden, um die Wirtschaft zu stabilisieren, sondern um die Wirtschaft weltweit zu destabilisieren. Also der erste Lockdown ist ja erfolgt, nachdem die Finanzmärkte zusammengebrochen sind. Dieser erste Lockdown ist erfolgt, um der Finanzindustrie einen Vorwand zu liefern, um Billionenbeträge in das System zu speisen, die natürlich nur an die Großen gegangen sind und nicht an die Kleinen. Also wir haben schon den größten Betrug in der Geschichte der Menschheit im letzten Jahr gesehen. Und ich fürchte, dass dieser Betrug weitergetragen wird und dass es für diejenigen, die den zu verantworten haben, inzwischen keinerlei Hemmungen mehr gibt. Die werden auch auf Gewalt setzen, da bin ich ganz sicher. Wie kommt es, dass so wenige Finanzexperten und Analysten diese Themen so ansprechen wie Sie? Dürfen die nicht, sollen die nicht, wollen die nicht? Ja, das Problem ist ja, dass wenn man irgendwo in offizieller Stellung arbeitet, dass man das nicht offiziell sagen darf. Also wenn ich jetzt als Professor irgendwo an der Universität arbeiten würde, hätte ich bestimmt große Schwierigkeiten bei dem, was ich publiziere. Wenn ich in Staatsdiensten stünde, wäre ich wahrscheinlich längst aus Staatsdiensten entfernt worden. Also ich habe das große Glück, dass ich eben ein Solokämpfer bin und deswegen sagen kann, und was ich möchte. Aber ich sehe ja selber auch bei mir, dass meine Möglichkeiten der Verbreitung meiner Ideen immer weiter eingeschränkt wird. Also ich leide ja auch unter der Zensur. Von mir sind ja auch schon Interviews gelöscht worden bei YouTube und bei anderen sozialen Plattformen. Ich sehe im Moment, dass ich habe jetzt ein Jahr ungefähr keine Vorträge mehr halten können, mit Ausnahme eines einzigen Vortrags in München. Es gibt überhaupt keine großen Möglichkeiten mehr, ein größeres Publikum zu erreichen. Und dann gibt es natürlich auch eine Schranke im Kopf der Menschen, dass man selbst auch ständig diffamiert wird. Also ich werde zum Beispiel in der Wikipedia inzwischen als Antisemit geführt, obwohl ich in meinem Leben noch nie
noch nie jemanden irgendwie in irgendeiner Weise wegen seiner Religion oder wegen seines Glaubens kritisiert habe. Ich habe mir das auch mal versucht, erklären zu lassen. Und die Erklärung sah folgendermaßen aus. Also ich bin ein Antisemit deswegen, weil ich die Federal Reserve kritisiere und die Federal Reserve zum großen Teil von jüdischen Menschen geführt wird. Also so absurd kann ich gar nicht denken. Und ich muss sagen, mich interessiert es wirklich überhaupt nicht, wessen Glaubens diese Menschen sind, die diese Federal Reserve führen. Ich weiß nur, dass das, was sie tun, für den Gros der Menschheit sehr, sehr schädlich ist. Es ist und halt lasse mir nicht verbieten, das zu sagen. Ich werde das aber niemals in Zusammenhang bringen mit dem Glauben dieser Menschen. Wir kennen das ja, das dient als Totschlagargument. Und wenn man nicht mehr weiter weiß und keine Argumente hat, dann ist man eben Antisemit. Das ist ja ein gängiges Muster, was wir überall sehen, egal ob bei Wikipedia oder bei Psiram. Das ist Wikipedia auf Crack, habe ich neulich mal gelernt. Ja, es ist auch wieder so eine Sache. Aber kurz noch auf Deutschland. Die Meldung, die gerade reinkommt, ist auch, dass die Grünen jetzt ihre Kanzlerkandidatur demnächst bekannt geben werden, also wer von der Doppelspitze ins Rennen gehen wird. Was halten Sie denn von der politischen Landschaft in Deutschland? Wird es da im September Veränderungen geben, dass wir eventuell Grün-Schwarz haben? Also Schwarz-Grün ist eigentlich jetzt schon gesetzt. Davon kann man eigentlich ausgehen. Scholz ist eigentlich nur das Bauernopfer auf Seiten der SPD. Der muss halt jetzt im Regen stehen. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, was bis dahin passiert. Wird es dann Habeck-Baerbock oder wird es dann doch eben Söder? Ich halte alles im Moment für möglich. Also, ja. Im Moment sieht man ja eins, was ganz interessant ist, ist, dass alle Parteien sich überschlagen in der Bemühung, sich dem digital-finanziellen Komplex zu unterwerfen. Also alle betreiben ja diese Hysterie im Zuge der grassierenden Krankheit in unvorstellbarer Weise voran. Also man hätte sich ja früher auch nie denken können, also ich bin ja selber so aus der 68er-Generation, ich weiß ja noch, wie die Grünen in ihren Anfängen mal getickt haben und mit welchem Programm die mal gestartet sind, dass sie mal gegen die NATO gewesen sind, dass sie gegen Kriege, dass sie als Friedensengel aufgetreten sind, als Verfechter ökologischer Ideen. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass die heute also für die ganz harten Lockdowns plädieren, dass die heute den Klimawandel zugunsten der CO2-Steuer für Großkonzerne ausnutzen. Also die sind, für mich ist das, sind die Grünen so ziemlich die verlogenste Partei, die es jemals überhaupt in Deutschland gegeben hat. Viel, viel anders verhält es sich nicht mit den Linken, aber da hätte man, mit der Linkspartei hätte man nicht viel anders erwartet, wenn man sich die Vergangenheit der meisten Leute da drin anguckt und wenn man sich ansieht, wie die PDS getickt hat und dass die PDS ja mal aus der SED hervorgegangen ist. Was die anderen Parteien angeht, CDU, SPD und FDP haben ja weitgehend abgewirtschaftet. Ich denke, es ist auch möglich, dass wir noch größere Verwerfungen sehen, dass neue Parteien entstehen, dass Bürgerbewegungen entstehen. Aber ich würde überhaupt nicht so sehr auf diese Wahlen schielen, weil ich denke, die parlamentarische Demokratie selber ist im Moment weitgehend am Ende. Also es ist eigentlich relativ egal, wer als nächstes ins Parlament einzieht. Die großen Entscheidungen, die werden nicht in Berlin im Reichstag getroffen, sondern die werden weiter im Silicon Valley, die werden in der Wall Street getroffen, die werden in der City of London getroffen und die werden genauso in Shanghai, in Peking und in Singapur getroffen. Also diese ganz großen Konzerne beherrschen die Welt. Und die Politiker, die dann an die Macht kommen, werden wahrscheinlich nur alles tun, um denen sofort ihre ganze Unterwürfigkeit zu zeigen und ihnen zu signalisieren, wir sind bereit, eure Interessen zu vertreten. Ich wusste genau, in welche Richtung das Interview gehen wird und ich wusste aber trotzdem, dass ich das machen muss, mit Ihnen sprechen. Es hat ja keinen Sinn, dich davor wegzuducken, wenn man das nur nicht hören möchte. Also auf uns kommen noch krassere Zeiten zu. Ich würde gerne den Schluss von unserem Gespräch nochmal nutzen, um einen kleinen Blick auf unser eigenes Land zu werfen, auf die großen Verwerfungslinien, die es da momentan gibt. Also Sie sagen, die grassierende Krankheit ist das bestimmende Thema in unserer heutigen Zeit. Es geht ein großer Riss, kein Ruck durch die Gesellschaft, wie es Herzog damals gesagt hat, der alte Bundespräsident, sondern ein Riss geht durch unsere Gesellschaft, war eigentlich so nicht gedacht. Glauben Sie, dass wenn dieses Thema Corona dann wirklich mal ausklingen wird oder in eine andere Phase übergehen wird, dass die Spaltungen, die jetzt passiert sind im Familienkreis, in Freundeskreisen, in Vereinen, in politischen Ebenen, dass sich das überhaupt jemals wieder kitten lässt? Weil die Bruchlinien, die ich bisher mitgekriegt habe, die sind schon wirklich ultra brutal. Ja, ich hätte mir das auch nie vorstellen können, dass es solche Bruchlinien einmal gibt zu meinen Lebzeiten. Also wenn ich nur um 2 Jahre zurückdenke und mir jemand gesagt hätte, dass wir in dieser Situation uns heute befinden, dann hätte ich das niemals geglaubt.
Aber ich denke wirklich, also die Entwicklung, die wird auch weiter voranschreiten. Und ich glaube immer noch, dass sich Lügen auch irgendwann entlarven werden. Und ich denke, dass sich diese ganz große Lüge, die um die grassierende Krankheit gesponnen wurde, dass sich die im Moment ja teilweise auch schon auflöst. Man sieht ja, dass viele Dinge nicht eingetreten sind. Man sieht, dass viele Dinge im Moment anders laufen, als sie uns präsentiert werden. Und ich denke schon, dass da der eine oder andere nochmal irgendwann auf seinen Denkapparat zurückgreifen wird und sagen wird, ja, da habe ich mich wahrscheinlich geirrt oder habe mich in die Irre führen lassen. Zudem glaube ich, dass wir im Herbst auch eine große Überraschung erleben werden, wenn nämlich die nächste Welle an Infektionskrankheiten einsetzt, dann wird sich zeigen, dass die große Impfkampagne wahrscheinlich auch nicht das gebracht hat, was den Menschen versprochen wurde, sondern vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt haben wird. Also ich denke, da muss man also alle möglichen Varianten noch im Kopf haben, die sich da abspielen können. Natürlich ist diese Zerteilung der Gesellschaft und dieses Aufbringen einzelner Gruppen gegen andere auch gewollt. Das wird im Hintergrund ständig angefacht. Also dass man Leute als Corona-Leugner beschimpft, obwohl sie niemals die Krankheit geleugnet haben, so wie ich. Das wird absichtlich gemacht, um Leute gegeneinander aufzubringen, um möglichst viel soziale Unruhe zu schaffen, um möglichst viele Maßnahmen durchzusetzen, die den Leuten tatsächlich schaden, ohne dass die Leute dann merken, wie die im Hintergrund durchgesetzt werden. Aber ich glaube immer noch an den Satz von Abraham Lincoln. Lincoln hat einmal gesagt, man kann einen Teil der Bevölkerung die ganze Zeit belügen. Man kann das ganze Volk einen Teil der Zeit belügen. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit belügen. Mhm. Und das glaube ich. Ich glaube, dass diese Lügen irgendwann zerplatzen werden. Ich hoffe nur, dass das rechtzeitig passieren wird. Wenn es natürlich jetzt zum Beispiel zu einem kriegerischen Konflikt kommt, dann hoffe ich auf etwas, wie es zum Beispiel 2001 gewesen ist. Damals hat es ja riesige Demonstrationen gegeben gegen den Irakkrieg. Leider haben die damals nicht viel gebracht, aber ich erinnere mich noch dran, dass in London an einem Tag 2 Millionen Menschen gegen diese Maßnahmen auf die Straße gegangen sind. Und ich hoffe nur, dass wenn es wirklich zu einem neuen Krieg kommt, dass dann noch mehr Millionen Menschen auf die Straße gehen und dass dann die Leute sagen, weil Schluss jetzt, das machen wir nicht mehr mit, wir lassen uns nicht weiter belügen, vor allen Dingen, wir wollen keine Gewalt mehr. Ja, eine schwierige Zeit, die da auf uns zukommt. Und wie kann man sich denn dagegen irgendwie wehren? Also nicht wehren, sondern wie kann man lernen, damit umzugehen? Also Sie haben mir gerade gesagt, Sie waren jetzt gerade ein paar Tage in höheren Lagen unterwegs in der Schweiz und haben hier in der Natur sich aufgehalten. Ist das ein Rezept, dass man sich selber genügend Freiräume schafft, um daraus Energie zu ziehen? Weil ich muss gestehen, ich bin auch viel in der Natur unterwegs und trotzdem trage ich dieses Gedanken, diesen ganzen Rucksack an Analysen immer mit mir rum. Was können wir unseren Zuschauern mitgeben, dass wir uns nicht jetzt gleich im Kellerloch einschließen und sagen, oh Gott, ich will gar nichts mehr wissen von dieser Welt. Steckt nicht auch in jeder Krise irgendwo eine Chance, so nach dem Motto, die Welt braucht eine große Katharsis, um daraus dann eben mit neuer Kraft hervorzugehen? Ist das vielleicht jetzt auch der Weg, den wir als Menschheit vor uns haben? Ja, das ist ja auch meine große Hoffnung, sonst würde ich das ja nicht machen, was ich mache. Also ich könnte meine Arbeit nicht verrichten, wenn ich jetzt von dieser absoluten Apokalypse ausgehen würde. Mhm. Dann würde ich vielleicht sehen, dass ich in den letzten Tagen meines Lebens noch irgendwie mich irgendwelchen oberflächlichen Vergnügungen hingeben würde oder so. Aber ich denke wirklich, dass in dieser ganzen Krise auch eine Chance steckt. Und ich bin ja selber in China geboren und das chinesische Zeichen für Krise besteht ja aus 2 Zeichen. Das eine ist Gefahr und das andere ist Chance. Und ich denke, in dieser Krise steckt auch eine große Chance, weil die Menschheit ist noch nie in ihrer gesamten Geschichte so hemmungslos belogen worden wie in den letzten 14 Monaten. Und ich denke, dass es auch eine Chance gibt, dass diese Lüge irgendwann platzt. Das Problem ist, dass die Leute wirklich mit der Nase auf diese Lüge stoßen müssen. Aber das passiert ja jeden Tag. Also unser Leben wird ja von Tag zu Tag schwieriger. Diese ganzen Lockdowns engen uns immer mehr ein. Wir sehen immer mehr Leute, die in Depressionen verfallen. Wir sehen immer mehr Leute, die Schwierigkeiten bekommen. Wir sehen, wie Kinder darunter leiden. Wir sehen, wie unsere Enkel darunter leiden. Also wir werden jeden Tag immer schlimmer mit diesen ganzen Lügen konfrontiert. Und ich denke, aus diesem Konflikt kann sich auch so etwas ergeben wie ein Erwachen und ein Erkennen der wirklichen Hintergründe dieser ganzen Sache. Und natürlich ist es gut, in die Natur zu gehen, aber mir geht es natürlich genauso, wenn ich dann am nächsten Morgen aufwache. Meine ersten Gedanken sind, in welcher Welt befinde ich mich hier? Wie schrecklich ist das alles, was sich um mich herum ergibt?
Aber was mir dann wirklich Kraft gibt, ist, wenn ich an die nächsten Generationen denke. Und ich denke, jeder von uns, der ein gewisses Alter erreicht hat, der sollte nicht so sehr an sein eigenes Leben denken, sollte an das Leben der Kinder und der Enkel oder der nächsten Generationen denken. Und wir müssen einfach dafür kämpfen, dass unsere nächste Generation nicht in das digital-finanzielle Gefängnis geführt wird, in das sie im Moment geführt werden soll. Wir müssen alles dafür tun, um unsere Kinder und unsere Enkel und die nächste Generation vor diesem digital-finanziellen Gefängnis zu retten. Und ich denke, das sollte unser Antrieb sein. Das ist ein wunderschöner Schlussgedanke. Und ich möchte schließen mit einem Satz, den ich bei einem Zuschauer neulich gelesen habe, so nach Motto, es ist wohl notwendig, dass ein großer Teil der Menschheit jetzt mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Und unsere Aufgabe ist es dann, ihnen den Eisbeutel zu reichen. Wunderbar. Herr Wolf, ja. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, vor allem viel Spaß mit Ihren Enkeln. Sie schauen ja schon multigenerational sozusagen auf diese Welt. Ja, was für eine Wortschöpfung. Auf jeden Fall danke, dass Sie Zeit hatten für uns und trotz dieser drastischen Worte vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Analysen. Alles Gute für Sie. Ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, zu Ihren Zuschauern zu sprechen. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Auch wenn es wirklich krasse Fakten sind, die wir gerade behandelt haben, bleiben Sie bei sich, bleiben Sie in Ihrer Mitte. Und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, hier bei uns bei Nuviso. Alles Gute für Sie. Bis dann.